Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von EA Games und wir spielen Jedi Survivor, nicht Fallen Order, und zwar ist es der Nachfolger und ja, es ist endlich da. Ich bin schon sehr gespannt, wie es wird. Ja, Fallen Order habe ich schon gezockt. Für Leute, die es nicht gezockt haben, gibt es hier ein kleines Recap. Das mache ich jetzt mal an und ja, dann viel Spaß damit. Die nächste Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich war allein, das ziemlich lange. Und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin. Was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD-1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium! Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Okay, ich muss tatsächlich sagen, das Recap war halb gut. Also man wird, glaube ich, nicht so mega schlau draus. Okay, so, weiter Reiseladen machen wir nicht. Ich habe schon ein bisschen angezockt. So, ich spiele das auf der PS5. Werde allerdings, glaube ich, auf dem PC nochmal anfangen. Nur, jetzt habe ich schon die PS5-Version bekommen. 3 Tage früher. Danke nochmal an den Shop meines Vertrauens. Ja. Dann starten wir mal eine neue Reise. Wir zocken einfach mal Jedi Ritter. Ich glaube, diese Hardcore-Stufen muss ich mir hier jetzt nicht geben. Das wäre zu easy. Machen wir mal so die Mitte. Die goldene Mitte. Tipps zur Machtinteraktion? Ja. Tipps zur Navigation? Ne. Überspringen der Lookzeilen? Nö, wir wollen ja alles sehen. So, also dann starten wir mal. Los geht's, Freunde!
Nächster Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Zeit sehen. Ich habe die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Ja. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Okay. Wo ist die Übergabe? Docks. Solche Geschäfte macht man am besten im Dunkeln. Sicher. Aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skylane zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Dieser Bezirk ist abgeriegelt. Auf Befehl von Senator Sejan. Irla, wir machen einen Umweg. Umweg? Möchte keinen Umweg machen. Ich, kann ich da hin? Hast du dich verlaufen? Kann ich ja. Ah, es geht nicht. Wir ratten in einem Labyrinth. Das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Wir sind Bürger, so können Sie uns nicht behandeln. Ja? Sagt wer? Lassen Sie mich gehen, sehen Sie an. Das hätten Sie überleben sollen. Ebene 2046 hat schon bessere Tage gesehen. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Guten Tag. Ich bin Senator Darrow Sager. Es ist schwer genug, in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Schlagzeuggefangener. Das sind die Gegenteile des Imperiums. Aber wie können wir Fortschritte machen, wenn Terroristen unsere Heimat bedrohen? Wir brauchen Ihre Hilfe, um Aufständische und Zivilisten zu schützen. Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausbildung macht. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Als Teil unserer Expansion. Gut. Ich seh's! Wen haben Sie am Kontrollpunkt schon gescannt? Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Für Ebene 2046 geht auf Befehl von Senator Sejan ab sofort eine Ausgangssperre. Räumen Sie die Straßen und bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihren Häusern. Jede Zuwiderhandlung führt zur Inhaftierung durch die Sicherheitspatrouille. Komm hierher, Jedi. Der Rest von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem schakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Es ist immer schön, einen Fan zu treffen. Hier entlang, Jedi. Ganz ruhig, Belichtung. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreien Zustand sein. Der Senator hat verlangt, dass ich ihn den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Ruin. Aua! Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltene Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht?
Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norset. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Saw Gerrera gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Die wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Dann reden wir. Okay. Bleib bitte unter. Halt nicht hin. Ist er wohl runtergefallen? Nein, ist er nicht. Okay. Okay, wir kriegen das hin. Schnell, Senator. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng. Festhalten! Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Okay. Das war knapp, Kumpel. Das ist nicht ein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. So, jetzt machen wir ein bisschen Tomb Raider-like. Hey, was? Was? So, nochmal springen. Ah, so ein Doppelsprung. Okay. Seine Yacht ist weg. Siehst du sie? Negativ. Mach Meldung. Was ist mit dem Gefangenen? Vielleicht beim Senator. Oder er ist gestürzt. Ich will eine Bestätigung, bevor die Kommunikation des Senators wieder online ist. Siehst du was? Noch nicht. In diesen Docks müsste mittlerweile ein... Okay, das war nicht richtig. Oh mein Gott. Okay.
Okay. Zack, zack, nochmal springen, nochmal. Also ich muss sagen, die Grafik auf der PS5 ist so olala, so lala, nicht olala, sondern so lala. So richtig haut mich das jetzt noch nicht rum hier. Wir müssen weg, BD. Okay, wir gucken erstmal hier. Scannen. Ich kann sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? R3 öffnen, okay. Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Kann ich da? Nee, ich muss tatsächlich hier. Ist es sicher hier oben? Feindkontakt! Na komm! Okay. Kann man da was looten eigentlich? Nee, also ich glaube momentan noch nicht. Egal welche Informationen der Senator hat. Ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Du gibst die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? So, ich glaube, hier müssen wir hoch. Oh. Hier geht's nicht weiter. Okay. Ah, hier, okay. Können wir uns ausruhen. Die Interaktion mit dem Medikation speichert das Spiel und ermöglicht den Zugriff auf andere Optionen. Ausruhen. Okay. Fähigkeitspunkte. Lichtschwert, Überleben. Halte blub und weiter einen Stoß an. Okay. Ja, machen wir das mal. Okay. Okay, ich bin bereit. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt hin müssen, aber wir gucken nochmal hier weiter. Was hier sonst noch ist. Okay, dann gehen wir doch hier lang. Okay, was ist das für ein Ding? Ah.
Okay, jetzt kurz mal überlegen, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Okay. Hier drauf? Ich weiß nicht. Nein! Okay. Offensichtlich nicht. So, ich muss kurz mal echt. Oder muss man an der Wand entlang laufen? Geht das? Nee. Ich glaube, das ging im ersten Teil irgendwie. Aber hier. Momentan sehe ich ja nichts, wo ich jetzt hier hochgehen könnte. Gehen wir nochmal zurück gucken. Oh, was ist das denn hier? Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Er schießt ihn. Hier noch oben? Ah ja, hier geht's weiter. Nach wem suchen wir? Der Verdächtige ist männlich, wurde zuletzt in Dock 27 gesehen. Und angeblich ist er ein Jedi. Wir werden ihn problemlos ausschalten. Mich hat's wehgetan. Heilen, okay. Ich brauche wirklich einen Stim. Vielen Dank, Kumpel. Ah, ich muss es länger gedrückt halten. Okay, okay, okay. So, wir gucken nochmal hier. Irgendein seltenes Mineral, nehme ich an. Ja. Wunderschön. So, okay, das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Erstmal machen wir hier ein bisschen Action. Kann ich hier irgendwie drauf klicken? Ah, okay, hier haben wir die Map. Jedi! Ich bleibe an dir dran! Holokarte freigeschaltet. Dann zeigt Position. Okay. Gelbe Tore führen zu unerforschten Gebieten. Grüne Elemente zeigen verfügbare Wege, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Legende und Sammelobjekte. Legende zeigt Symbole für alle Sehenswürdigkeiten. Da ist die Yacht. Treibt immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Ich
So, ich sehe hier gerade gar nichts mehr. Gehen wir nach unserer Schicht einen abmessen? Klar, die Roboter könnte ich schon vertragen. Ich habe gehört, die machen sie auf Scratch. Das ist nur ein Gerücht. Schön. Was ist mit diesem Nudelaus? Die Augurenkasse hat geklopft. Auf den Boden! Alle erledigt! So. Jetzt mal die Map gucken. Ah, okay. Hier ist ein Tor. Ah, ein Durchgang. Ich sehe sie. Viele Verbrechen auf den Straßen zurzeit. Ich dachte, auf Coruscant wäre weniger los. Habe ihn im Blick. Du kannst uns nicht entkommen. Wie sollen wir das hier gewinnen? Ich gewinne den Kampf. Dafür wurden wir nicht ausgebildet. Wow. Kann ich einen Stim kriegen, Kumpel? So, ich habe langsam keine Energy mehr hier. Klar bei dir, BD? Ich bin ja gleich platt, der Typ. Nicht nach unten sehen. Ah, komm. Wo warst du so lange? Ach, ich hab ein bisschen rumgehangen und die Aussicht genossen. Ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Baut. Dafür bin ich hier, Kestis. Okay, Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo, ein Like, auch gerne mal die Glocke aktivieren, um die nächste Episode nicht zu verpassen. In dem Sinne, danke, ciao, ich bin raus.